herzlichen Dank. Ich bin extrem froh, glücklich hier zu sein. Das ist ziemlich fantastisch, was Sie hier tun. Ich hasse das Wort Experte, weil es gibt wahrscheinlich niemanden, der wirklich Experte ist für etwas. Und wenn Experten das Gefühl haben, sie seien Experten, dann ist das nicht gut. Weil in der Regel brauchen wir ja möglichst viele unterschiedliche Argumente. Und Experten sollten sich immer wieder herausfordern lassen von Argumenten, die Experten eben gar nicht mehr wissen, weil sie ein bisschen abgehoben sind. Also bitte, ich lade Sie ein, wenn Sie etwas nicht verstehen. Und das ist ja auch ein großes Problem von Experten. Die reden und merken gar nicht, dass niemand versteht, was sie sagen. Also bitte stellen Sie Fragen, wenn ich etwas erzähle, das Sie nicht ganz verstehen. Ich möchte zwei Dinge tun. Erstens möchte ich Ihnen zeigen, wie die Schweiz funktioniert. Das geht nicht in 20 Minuten, dafür bräuchten wir etwa 2 Jahre, also mache ich das ganz, ganz kurz. Und ich möchte aber vor allem versuchen, Sie zum Denken anzuregen und Ihnen eben zu zeigen, dass es ganz viele Missverständnisse gibt zur Schweiz und auch zur direkten Demokratie, weil die direkte Demokratie, die kann es gar nicht geben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Spielarten, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und die Schweiz, das möchte ich Ihnen zeigen, ist nur eine dieser Möglichkeiten. Und das erste Missverständnis, ich stehe ein bisschen steif da, weil das Mikrofon hier ist, ich würde gerne so hin und her gehen. Also, das erste Missverständnis ist, die Schweiz ist keine direkte Demokratie. Die Schweiz ist eine Mischung aus einer repräsentativen Demokratie. Wir haben ein Parlament, das ganz viel entscheidet, und einem Element, das man vielleicht direkte Demokratie nennen könnte. Das sind vor allem 2 Instrumente wichtig. Ich werde Ihnen gleich erklären, das Referendum und die Volksinitiative. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Was bedeutet diese Mischung? Was bedeutet dieser Begriff halbdirekte Demokratie? Herr Dr. Beckstein hat es im Prinzip angetönt. Man kann 2 Extremmeinungen von Demokratie haben. Die eine Meinung ist diese klassische Vorstellung von unmittelbarer Demokratie, diese athenische Demokratie, wie sie im griechischen Altertum vielleicht existiert hat, diese Idee, dass die Bevölkerung entscheiden soll. Und dann häufig der Vorwurf, der damit verknüpft ist, der auch ziemlich aktuell ist, die Vorstellung, wie gesagt, Herr Dr. Beckstein hat es angetönt, die Vorstellung, dass die politische Elite, das ist dann der Begriff und deshalb Anführungs- und Schlusszeichen, die politische Elite, die verselbstständigt sich, die nimmt die Sorgen und Meinungen der Bevölkerung nicht richtig wahr und deshalb muss die Bevölkerung entscheiden. Das wäre die eine Extremposition, die man vielleicht mit direkter Demokratie umschreiben könnte. Die andere Extremposition, und vielleicht werden wir diese Position auch heute Nachmittag in der Podiumsdiskussion noch einmal zu sehen kriegen, die andere Extremposition ist, die Bevölkerung ist zu dumm. Also diese Skepsis von der Bevölkerung gegenüber der politischen Elite ist umgekehrt genau gleich da. Das ist nicht die Elite, die das meint, sondern das ist diese Sichtweise der Demokratie. Politische Entscheide sind derart komplex, dass sie ganz viel Zeit brauchen, ganz viel Wissen brauchen, ganz viel Information brauchen. Und in der Regel haben wir einfachen Bürgerinnen und Bürger gar nicht die Zeit dazu und auch nicht die Muße dazu, uns in diese komplexen Probleme einzulesen, zu informieren. Also sollten wir doch, das ist diese Ansicht, diese quasi repräsentative Ansicht, sollten wir politische Entscheide eben Expertinnen und Experten überlassen. Was wir in der Schweiz haben, ist eine Kombination dieser beiden Bereiche, dieser beiden Ansichten, dieser beiden Elemente. Die direkte Demokratie in der Schweiz ermöglicht also einerseits eine zusätzliche Kontrolle, das heißt, man kann mit der direkten Demokratie in der Schweiz eben die politische Elite einerseits kontrollieren und auf der anderen Seite lässt die Volksinitiative eben zu, dass man auch neue Ideen aus der Bevölkerung in die politische Arena tragen kann. Wie sieht das genau aus? Ein bisschen Schule jetzt. Auf der einen Seite das Referendum, das eher als Kontrollinstrument gilt oder eben als Bremsinstrument. Also wenn einem das Parlament zu schnell vorwärts geht, dann kann man es mit dem Referendum bremsen. Es gibt 2 Arten von Referenden. Auf der einen Seite ist es ein bisschen weniger interessant, das ist das obligatorische Referendum. Das heißt, hier muss ein Parlamentsbeschluss
von der Bevölkerung abgesegnet werden an der Urne. Und zwar immer dann, wenn das Parlament eine Verfassungsänderung beschließt, also einen neuen Artikel in die Verfassung aufnehmen will, dann muss die Bevölkerung dazu Ja oder Nein sagen. Wenn die Bevölkerung Ja sagt, dann bestätigt sie das Parlament. Wenn sie Nein sagt, dann will sie den Status quo. Also so, wie es bis jetzt immer war. Wenn wir uns das anschauen, seit 1848, also seit die Schweiz als Bundesstaat existiert, gab es 198 obligatorische Referenden und davon wurden 148 so bestätigt von der Bevölkerung, wie das Parlament das wollte. Also zu drei Vierteln hat das Volk oder die Bevölkerung das Parlament bestätigt. Interessanter ist das fakultative Referendum. Also hier kann jemand, eine Partei, ein Verband, eine Einzelperson, die mit einem Beschluss des Parlaments nicht einverstanden ist, ein Veto einreichen. Dieses Veto bedeutet, man sammelt 50.000 Unterschriften in 100 Tagen, also man braucht 50.000 Personen, die auch nicht einverstanden sind mit einem Parlamentsbeschluss. Und wenn man das schafft, ich gebe Ihnen einen Vergleich, der Schweiz gibt es ungefähr 600.000 Stimmberechtigte, also diese 50.000 sind etwa 1% der Stimmberechtigten, die man sammeln muss, also praktisch nichts. Wir haben vorhin gehört, dass auf Bundesländerebene zwischen 5% und 10% Unterschriften gesammelt werden muss. Und wenn diese Unterschriften zustande kommen, dann muss über diesen Parlamentsbeschluss abgestimmt werden. Wenn die Bevölkerung... Ja. 5 Millionen, Entschuldigung, das war falsch. 5 Millionen, 50.000 Unterschriften, 1%. Danke für den Hinweis. Das sind die Experten, die sind so nervös, dass sie nicht mal Zahlen unterscheiden können. Die Bevölkerung sagt Ja, dann bedeutet das, der Parlamentsbeschluss wird angenommen. Also was das Parlament entschieden hat, wird trotzdem umgesetzt. Wenn die Bevölkerung Nein sagt, dann gibt es kein neues Gesetz. Da gibt es ganz viele, die reden dann immer von Scherbenhaufen. Sie können sich vorstellen, das Parlament arbeitet 10, 15 Jahre über so einen Gesetzesbeschluss und am Schluss kommt das Volk und sagt Nein. Dann sind diese 10, 15 Jahre mehr oder weniger vergebens gewesen. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir auch hier, dieses Instrument wurde 1874 eingeführt. Das ist auch so ein Missverständnis. Man hat das Gefühl, die Schweiz, die hat seit Jahrhunderten direkte Demokratie. Stimmt nicht. Also man kann direkt demokratische Instrumente in ein bestehendes System einbauen. Das war erst 1874, ist schon eine Weile her, habe ich nicht miterlebt, aber es war nach der Gründung des Bundesstaates. 188 Mal fand das bereits statt, ein solches fakultatives Referendum. Und in 108 Fällen, also in 57%, haben die Leute den Parlamentsbeschluss bestätigt. Das interessanteste Instrument ist die Volksinitiative. Also wenn das Referendum eher als Bremse bezeichnet werden könnte, weil es eben Beschlüsse negiert oder das Parlament bremst, dann ist die Volksinitiative eher das Gaspedal. Also hier hat man die Möglichkeit, 100.000 Unterschriften zu sammeln, das wären etwa 2%, und hat dafür 18 Monate Zeit. Das kann irgendeine Idee sein. Ich gebe Ihnen nachher gleich ein paar Beispiele. Der Prozess sieht dann so aus, dass dieses Volksbegehren vom Parlament beraten wird. Zuerst entscheidet das Parlament. Das ist ein bisschen seltsam, immer in deutschen Ohren. Es gibt kein Verfassungsgericht in der Schweiz. Also das Parlament entscheidet, ob diese Initiative gültig ist oder nicht. Und zwar erst nachdem diese 100.000 Unterschriften gesammelt wurden. Gültig oder ungültig waren bisher 4. Volksinitiativen. Das kommt also sehr, sehr selten vor. In der Regel sagt sich das Parlament, wir wollen in dubio pro populo entscheiden, also im Zweifel für die Bevölkerung. Deshalb kommt das relativ selten vor, dass das ungültig erklärt wird. Das Parlament schaut sich dann diesen Vorschlag an und kann eine Empfehlung abgeben. Also lehnen Sie bitte diese Initiative ab. Das ist die häufigste Empfehlung des Parlaments, weil das Parlament möchte sich ja nicht unbedingt reinreden lassen. Das Parlament kann aber auch einen Gegenvorschlag entwerfen, also einen Alternativvorschlag, in dem es eben sagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee oder eigentlich müssten wir hier tatsächlich etwas machen, aber die Idee der Initianten geht viel zu weit. Wir machen das ein bisschen weniger extrem. Und das wäre dann ein Gegenvorschlag. Und dieser Gegenvorschlag,
kann dazu führen, dass die Initianten sagen, okay, wir sind einverstanden mit dieser Alternative und dann ziehen sie die Initiative zurück. Zur Abstimmung kommt beides, sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag. Und wenn das angenommen wird, dann gibt es eine Verfassungsänderung. Und wenn es nicht angenommen wird, dann war es einfach eine gute Idee, über die man diskutiert hat. Ein paar Zahlen, das war ironisch, ich komme gleich darauf zurück. Ein paar Zahlen, die Volksinitiative gibt es erst seit 1891, also noch später als das fakultative Referendum. Und es wurden bisher ungefähr, Sie können sich das vorstellen, die Schweiz ist zwar ein modernes Land und so weiter, aber die Zahlen sind überhaupt nicht sicher, weil die Urzahlen, also vor 1950, die sind nicht valide. Also ungefähr 471 solche Vorschläge gab es in dieser Zeit und davon sind 120 nicht zustande gekommen. Das heißt, bei diesen 120 hat man es nicht geschafft, innerhalb von 18 Monaten diese 100.000 Unterschriften zu sammeln. Das bedeutet schon mal zuerst, es ist nicht so einfach, irgendeine Idee einfach umzusetzen. Man braucht Unterstützung von 100.000 Personen. Es ist nicht so einfach, diese 100.000 Unterschriften zu sammeln, weil der erste Prozess bereits ist, man unterscheidet nicht irgendetwas, sondern man überlegt sich, ist das eine gute Idee, ist das keine gute Idee. Ja, bitte. Auf der vorherigen Folie stand, und Sie haben gesagt, dass dann die Verfassung geändert wird. Geht es immer um die Verfassung oder geht es immer um normale Gesetze? Auf der nationalen Ebene ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, geht es immer um die Verfassung oder geht es auch um Gesetze? Auf der nationalen Ebene kennen wir nur die Verfassungsinitiative. Also hier geht es immer um die Verfassung. Wenn wir in die Kantone schauen, also in Ihrem Beispiel die Länder schauen, dann sieht das ganz anders aus. Also dort gibt es noch zahlreiche, ganz andere Möglichkeiten für direkte Demokratie. Man redet dann von Feuerwerk, Volksrechte, also es gibt wirklich zahlreiche Möglichkeiten, unter anderem die Gesetzesinitiative, also wo ich einen Gesetzesvorschlag einbringen kann. Wenn wir auf nationaler Ebene bleiben, dann haben wir diese Zahlen hier, ein Viertel kommt nicht zustande, rund ein Drittel dieser Initiative wurde zurückgezogen, eben weil der Gegenvorschlag des Parlaments gut oder für gut befunden wurde. Vier, wie gesagt, wurden für ungültig erklärt. Das heißt, wir haben in den letzten rund 120 und 30 Jahren über 215 Volksinitiativen abgestimmt. Davon angenommen wurden 22, 10%. Und wenn wir uns das noch weiter anschauen, dann müssen wir fragen, ja, wie sieht denn das mit dem fakultativen Referendum aus? Die Schweiz heißt immer, ja bitte. Ganz kurz, wir haben auch danach Zeit für Rückfragen, wenn es jetzt nicht ganz akut zu dem, was gerade gesagt wird, ist, dann würden wir es, ist es ganz akut? Mich würde interessieren, wer denn entscheidet, ob so eine Volksinitiative zurückgezogen wird. Die Frage ist, wer entscheidet, ob eine Initiative zurückgezogen wird, das sind die Initianten. Also es braucht mindestens 10 Personen, die ihren Namen geben für diese Initiative und die entscheiden dann mehrheitlich, ob die Initiative zurückgezogen wird oder nicht, also die Ideengeber in diesem Sinne. Also das Missverständnis, das jetzt ausgeräumt werden sollte, ist, in der Schweiz entscheiden sie über alles. Also sie, die Bevölkerung. Wenn wir uns das anschauen und ungefähr ausrechnen, wie viele Parlamentsbeschlüsse zwischen 1874 und heute gefällt wurden, dann sind das etwa 3000. Und gegen diese 3000, haben wir gesehen, wurde 188 Mal das Referendum ergriffen. Also gerade mal 6% dieser Parlamentsbeschlüsse, die hinterfragt wurden. Und von diesen 188, haben wir auch gesehen, waren nur 80 erfolgreich, also erfolgreich im Sinne des Referendums. Das heißt, insgesamt, wenn wir das berechnen, beschließt das Parlament in der Schweiz 97,5% aller Beschlüsse mehr oder weniger autonom. Also direkte Demokratie heißt nicht, in der Schweiz, heißt nicht, dass die Bevölkerung alles entscheidet. Und bei den Initiativen können wir eben sagen, wenn wir in diesen 130 Jahren 22 angenommen haben, und dann, wenn mal eine angenommen wird, eine große Diskussion losgeht, wie jetzt diese Verfassung in ein Gesetz gegossen wird vom Parlament, dann könnten wir uns fragen, ist denn die direkte Demokratie in der Schweiz nicht viel mehr als Staffage? Und dann muss ich sofort sagen, nein, natürlich nicht. Sie merken, ich bin Fan der direkten Demokratie. Weshalb nicht? Weil die Wirkung eben dieser direkten Demokratie nicht eine direkte ist, sondern insbesondere eine indirekte.
Also wir behaupten, wir sagen, das Referendum ist so etwas wie ein Damoklesschwert. Das Parlament weiß, wir müssen so entscheiden, dass wir nachher nicht ein Referendum provozieren, das uns diese zehnjährige Arbeit dann zunichte macht. Das heißt, man muss von Beginn weg alle wichtigen Minderheiten in diesen Gesetzesbeschluss einbeziehen. Und das ist eine sogenannte... Ganz kurze Zwischenfrage, würden Sie einmal kurz das Wort Staffage erklären? Also ist, Frage kamen wir gerade auf. Okay, ist die direkte Demokratie nicht einfach nur ein Symbol? Also wenn wir, es heißt ja, wir können alles entscheiden, aber es ist letztlich sehr wenig, das da entschieden wird. Das ist das nur Symbolpolitik oder hat das effektiv eine Wirkung? Das ist so die Frage. Also das Damoklesschwert, das Parlament muss von Beginn weg sich bewusst sein, dass alle wichtigen Minderheiten eingebunden werden müssen. Die Initiative ist ein Ventil, das heißt, mit einer Idee kann ich auch meiner Wut oder meinem Unmut Platz machen. Die Initiative ist ein Anstoß, ich gebe Ihnen ein Beispiel. 1989 gab es eine Volksinitiative, die wollte die Armee abschaffen. Und das galt damals als heilige Kuh, die Armee. Also die Kuh ist das Wappentier der Schweiz, Sie wissen es. Also die wollen die heilige Kuh schlachten. Und im Vorfeld dieser Initiative wurde das diskutiert. Also geht's noch? Wie kann man so etwas überhaupt nur schon denken? Die Initiative wurde mit 36% Ja-Stimmen abgelehnt. Relativ deutlich. Aber was nachher geschah, war wesentlich wichtiger. Also diese Initiative wurde nicht umgesetzt, aber sie hat derart viele Reformen in der Armee und der Sicherheitspolitik angeregt. Wenn diese Initiative nicht gewesen wäre, hätten diese Reformen nicht Platz gehabt. Das heißt, die indirekte Wirkung, auch von Initiativen, die nicht angenommen wird, ist relativ groß. Schließlich wichtig, Initiativen zwingen zur Debatte. Also was Sie hier drin machen oder gemacht haben vor zwei Wochen oder noch machen werden morgen, ist in der Schweiz quasi institutionell angelegt. Man muss miteinander diskutieren. Wenn ich Mann sage, dann meine ich eben die da oben und die da unten, wie das Herr Dr. Beckstein vorhin so schön gesagt hat. Das heißt, ich kann eine Initiative lancieren, die ziemlich unbequem ist für ganz viele Leute, inhaltlich, aber auch formal. Das war eine Initiative, die wollte den Bau von Minaretten in der Schweiz verbieten. Eigentlich haben ganz viele Leute so getan, als wäre das eine baurechtliche Initiative. Also wir wollen einfach diese Bauten nicht. Aber es war relativ klar, dass es eine Initiative war, die eine Islamophobie, also eine Angst vor dem Islam bearbeitete. Die Initiative wurde angenommen. Lassen wir das mal beiseite. Was wichtig war, ist, dass die politische Elite Stellung nehmen musste. Man musste über dieses Problem reden, man musste über diese Ängste reden und konnte nicht einfach, ja, mehr oder weniger gesagt, ja, eben, die Leute machen nicht die Faust im Sack, sondern sie haben die Möglichkeit, mit dieser Initiative über ein Thema zu diskutieren. Es wäre schön, oder es wäre möglich gewesen, dass auch diese Minderheit, also diese muslimische Minderheit in der Schweiz, hätte mitdiskutieren können. Und mit der Diskussion können eben solche Angstgefühle, können Wutgefühle und so weiter auch artikuliert werden. Vielleicht nicht unbedingt abgebaut, aber artikuliert. Und reden miteinander ist vielleicht eben einfacher, als dann nachher irgendwann die Wut auf eine ganz andere Art und Weise loszuwerden. Was die Initiative auch bietet, ist, Minderheiten einzubauen. Wenn wir sagen, das Parlament ist abgehoben, dann reden die in der Regel über Dinge, oder wir sagen das mindestens so, die reden über Dinge, die uns eigentlich nicht beschäftigen. Uns würden ganz andere Dinge beschäftigen. Wir können uns die Grundsatzfrage stellen, wer denn entscheiden soll, was wichtig ist und was nicht. Eine andere Initiative, relativ aktuell, die Schweiz hat vor rund einem Jahr darüber diskutiert, ob Kühe in der Schweiz Hörner haben sollen oder nicht. Sie lachten. Es gab ganz viele Fernsehbeiträge, wo das Schweizer Fernsehen nach Deutschland ging oder nach Frankreich und dort den Leuten erzählte, in der Schweiz stimmt man darüber ab, ob Kühe Hörner haben sollen oder nicht. Und alle haben gelacht und haben gesagt, habt ihr denn nichts Besseres zu tun? Die Idee dahinter ist, dass man sich plötzlich überlegt, was bedeutet das überhaupt, wenn diesen Tieren die Hörner abgenommen werden? Weshalb ist das überhaupt so? Ich hatte keine Ahnung, ich bin jetzt nicht
ein Experte für Veterinärmedizin oder für Viehhaltung und so weiter. Aber trotzdem war diese Diskussion extrem interessant. Und dieser einzelne Bergbauer, der diese Initiative lanciert hat, für den war das extrem wichtig. Der hat 100.000 Leute gefunden und das hat dazu geführt, dass man darüber geredet hat. Und auch diese Initiative hat eine große Wirkung, weil wir wissen, man kann alle Ideen auf die scheinbar unwichtigen, die Frage ist, für wen ist es wichtig, für wen ist es nicht wichtig, eben durchaus dann auf nationaler Ebene diskutieren. Und diese Wirkungen führen eben dazu, dass es so ein andauerndes Zusammenspiel zwischen oben und unten gibt. Also es gibt eine Diskussion, Anstöße von unten, oben muss Stellung nehmen und so weiter. Also diese andauernde Diskussion ist in diesem Sinne institutionell angelegt. Und das führt eben nicht nur zu einer viel größeren Zufriedenheit mit der Demokratie, also es gibt Zahlen, die Länder vergleichen, sondern letztlich auch zu einem größeren Vertrauen in die Politik, in die Parteien, ins Parlament und das ist interessant, ich komme gleich darauf zurück, auch zu einem größeren politischen Interesse. Also wenn ich etwas beitragen kann, wenn ich etwas beitragen darf, dann interessiere ich mich auch viel stärker für Politik. Eine wichtige Voraussetzung dazu ist aber, dass man akzeptiert, dass all diese Entscheidungen immer nur vorläufig sind. Also kein Entscheid, auch kein Volksentscheid, darf sakrosankt sein, weil wir lernen. Wir entscheiden etwas und dann lernen wir, das ist vielleicht doch nicht so ein guter Entscheid gewesen oder wir hätten vielleicht doch ein bisschen mehr und so weiter. Also die Entscheidungen sind immer nur vorläufig. Bitte? Ah, ich bringe mal das Mikro und gebe dabei schon mal den Tipp. Sie müssten langsam zum Ende kommen. Glaube ich. Sie hatten einen einzelnen Bergbauern eben erwähnt. Wenn ich dagegen sehe, einen Multimillionär, der ein Interesse hat, vielleicht für seine eigene Firma, der kann so eine Initiative sozusagen finanzieren. Wie wird dieser Bergbauer als Einzelperson unterstützt, wenn ich das Plakat sehe? Ist da ja wohl eine ganze Menge dann daraus entstanden. Also kann man mit Geld oder entsprechenden anderen Mitteln, Volksinitiativen in die Wege leiten oder gibt es dafür auch wieder Regeln? Weil Sie nur sagten, jeder Bürger kann das machen. Das ist eine wunderbare Frage, weil Sie mir die Abkürzung ersparen. Das ist jetzt die große Frage. Also ist es so, dass man mit Geld Abstimmungen gewinnen kann? Häufig ist der Vorwurf an die direkte Demokratie, das sind Demagogen. Also wenn Sie die athenische, diese uralte Demokratie sich anschauen und die Kritiker damals schon sich anlesen, dann war die Kritik, das Volk lässt sich verführen von guten Rednern oder von Multimilliardären, die einfach Geld ausgeben, gute Kampagnen machen, Plakate machen und so weiter. Die Frage ist, ob das so ist oder nicht. Es gibt keine Studie, die sagt, ja, das ist so, und es gibt auch keine, die sagt, nein, das ist nicht so, das ist in den Sozialwissenschaften so. Wir finden in der Regel nicht sehr viel raus, weil wir können sicher nichts beweisen. Was wir zeigen können, ist, dass Kampagnen vor allem mobilisieren. Also wenn Sie ein Plakat sehen, dann kommt Ihnen in den Sinn, ah ja, jetzt ist Abstimmung, ich müsste mich informieren. Aber Kampagnen führen kaum dazu, dass Sie Ihre Meinung ändern. Das ist nicht so, wenn Sie ein Plakat der SVP oder der SP sehen, die ganz spezielle Sujets haben, dass sie dann das Gefühl haben, ja, jetzt muss ich unbedingt so stimmen wie die, sondern die mobilisieren. Das ist insbesondere dann so, wenn es Themen sind, die sie eben stark bewegen, die sie emotional stark bewegen, dann gehen sie hin. Aber sie werden in der Regel nicht beeinflusst von oben. Also Geld kann Abstimmungen nicht gewinnen. Geld kann sehr einseitig verteilt sein bei Abstimmungen, aber die Abstimmungsresultate sind nie so oder häufig eben nicht so, dass die Seite gewinnt, die am meisten investiert. Kommt dazu, dass die Leute eben teilnehmen, die sich insbesondere interessieren. Wer sich nicht interessiert, der nimmt nicht teil. Und das ist nicht schlecht, sondern das ist durchaus auch ein Bürgerrecht. Also nicht zu partizipieren, ist ebenfalls ein Bürgerrecht. Studien zeigen, dass es nicht so ist, dass nur die Hälfte immer partizipiert, auch wenn die Beteiligungsrate bei Abstimmungen jeweils bei ungefähr 45-50% liegt, kann man zeigen, dass es immer andere Leute sind, die hingehen. Also wenn ich mich betroffen fühle, dann informiere ich mich und dann gehe ich eben auch hin. Und wenn ich mich nicht betroffen fühle, gehe ich eher nicht hin und das könnte man dann als Selbstzensur bezeichnen. Die letzte Folie
Wir haben noch mal eine Frage dazwischen, passt gerade so gut. Wenn aber doch der Initiator zum Beispiel eine Firma hat mit 100.000 Beschäftigten, so ist doch die Gefahr groß, dass er die Zahl schon erreicht mit seinen Beschäftigten, um Ziele durchzusetzen. Über die Zahl der Unterschriften müsste man wahrscheinlich in Deutschland diskutieren. 100.000 wären wahrscheinlich zu wenig hier. Aber der Anteil von einem Viertel von Initiativen, die lanciert wurden, die es eben nicht schaffen, darunter gibt es auch ganz viele, die von Millionären angestoßen werden. Also es braucht schon eine Idee, die 100.000 Leute in der Schweiz oder eine bestimmte Anzahl Leute überzeugt. Es gibt kein Verfahren in der Schweiz, keine Kontrolle in der Schweiz. Auch in der Schweiz werden Unterschriften bezahlt, also Leute, die Unterschriften sammeln, kriegen Geld. Aber am Schluss, bei der Abstimmung, spielt es eine Rolle. Dort ist das Geld eben halt tatsächlich weniger relevant. Und dann ist die Frage, darf dieser Multimillionär, weil er Multimillionär ist, keine Initiative lancieren? Vielleicht ist sein Thema ja so wichtig, dass ganz viele Bürgerinnen und Bürger das nachher auch wichtig finden. Das wäre dann noch eine Grundsatzfrage. Information, das war noch ein Thema. Also wenn wir uns anschauen, wo informieren sich die Leute, dann sehen wir eben, dass es vor allem quasi neutrale, in Anführungszeichen objektive Information ist. Also nicht nur Medien, Zeitungen, TV-Sendungen, sondern insbesondere dieses ominöse Bundesbüchlein. Also bei Abstimmungen, es finden in der Schweiz etwa 4-mal pro Jahr Abstimmungen statt, jeweils etwa zwischen 2 bis 4 Vorlagen, und in diesem Bundesbüchlein legt die Regierung dar, wie dieser Bundesbeschluss oder die Initiative eben aussieht. Und da kommen Befürworter und Gegner eins zu eins zu Wort. Und dieses Bundesbüchlein wird von ganz vielen Leuten eben als Informationsquelle angeschaut. Was auch interessant ist zu dieser Folie, im Schnitt schauen sich die Leute 5 unterschiedliche Quellen an. Also nicht nur eine, also ich lese nicht nur die Zeitung oder meine Zeitung und schaue nicht nur meine Fern-TV-Sendung, sondern ich nehme ganz viele unterschiedliche Quellen in der Regel wahr. Das wär's. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen zum Denken angeregt. Vielen Dank. Das war super. Danke sehr. Noch nehmen. Ich habe eine hier vorne, ich weiß nicht. Und dann nehmen wir noch eine hier hinten. Da hinten ist noch eine Meldung auf der rechten Seite. Ein Hinweis direkt schon mal, bevor wir die Fragen stellen. Professor Bühlmann ist auch jetzt noch da und steht auch an den Tischen für Fragen zur Verfügung. Also wenn Sie zwischendurch noch eine Frage haben, können Sie auch auf ihn zukommen und er beantwortet Ihnen auch an Ihrem Tisch. So, eine und Frage. Er wird auch an der Podiumsdiskussion, an der Talkrunde Pro und Contra teilnehmen, zu der Sie ja auch wieder von den Tischen aus Fragen stellen können. Also wenn Sie noch wichtige Fragen haben, die jetzt nicht beantwortet wurden, die aber fürs Plenum wichtig sind, schreiben Sie einfach da rein in die Fragenliste. So. Ja, ich habe 2 kurze Fragen. Und zwar gibt es, muss eine bestimmte Wahlbeteiligung erreicht werden, damit ein Volksentscheid oder ein Referendum angenommen wird? Oder also wenn da nur ganz wenige hingehen, ob es dann automatisch ungültig wird? Und ist diese letzte Folie, die Sie hatten zur Informationsquellen, gibt's die oder haben Sie die auch nach Alter aufgeschlüsselt oder haben Sie da na, oder haben Sie danach auch mal befragt, also ob unterschiedliche Altersgruppen sich unterschiedlich informieren? Ich würde direkt die nächste Frage noch dazu nehmen, dann haben wir einen Block. Ich hätte noch 3 kurze Fragen. Okay. Zum einen, wie ist die politische Kultur, zum Beispiel politische Bildung in Schulen oder generell in der Schweizer Gesellschaft? Dann, Sie haben die Minarettabstimmung angesprochen, dass die muslimische Minderheit sich wenig eingebracht hat. Wie könnte das geändert werden und woran lag das? Und was macht man, wenn der Gesetzesentwurf handwerklich schlecht gemacht ist? Haben Sie dann die Erfahrung, also von der Initiative, haben Sie dann die Erfahrung, dass aber dann die Leute dann auch die Alternativentwurf der Regierung auch genügend wertschätzen? Also rein noch, nein, es gibt kein Quorum, also es braucht keine Partizipationshöhe wie in bestimmten Bundesländern. Es ist sogar so, als Beispiel, 1999 wurde die neue Verfassung zur Abstimmung gebracht, da haben sich 21% der Bevölkerung daran beteiligt. Das heißt aber auch, dass das ziemlich unbestritten war. Also je tiefer eine Partizipationsrate ist, desto weniger wichtig, und das tönt jetzt schlimm, eine neue Verfassung, desto weniger wichtig ist die Abstimmung. Zweite Frage, ja, diese Untersuchung gibt es nach Altern abgestuft, und es ist tatsächlich so, dass Jüngere eher Social Media
Informationen nutzen. Es ist aber auch dort nicht so, dass man das, dieses Targeting, also dieses Ziel, diese Zielinformation irgendwie nachzeichnen könnte. Auch Jugendliche nehmen unterschiedliche Quellen wahr. Aber das stimmt schon, je nach Alter gibt es unterschiedliche Präferenzen in den Quellen. Die politische Bildung ist eine große Katastrophe in der Schweiz. Also eigentlich müsste man meinen, wenn man ein derart komplexes System hat, dann müsste man doch eigentlich dieses Fach politische Bildung in der Schweiz obligatorisch haben, gibt es nicht. Also das ist tatsächlich etwas, das nicht sehr gut funktioniert. Da müsste man nicht ganz viel brauchen. Weshalb sich Minderheiten dann, also das ist eine auch empirisch erwiesene Kritik der direkten Demokratie, dass Minderheiten, die sich quasi nicht wehren können, dann häufig eben, dass gegen die gestimmt wird. Also die Minarettinitiative ist ein Beispiel. Hier bräuchte es sowas wie einen Bürgerrat, weil letztlich geht es, das haben Sie vorhin gespielt, letztlich geht es in einer direktdemokratischen Entscheidung um ein Ja oder ein Nein. Und interessant wäre aber zu wissen, wie dieses Ja und wie dieses Nein zustande kommt. Das ist aber auch ein Vorteil, das ist Ihre nächste Frage. Das Parlament hat die Aufgabe, eine Initiative, die angenommen wurde, umzusetzen. Und häufig heißt es, ja, dieser Initiativtext, der ist so schlecht, wir können das nicht einfach so. Und das gibt dann dauernd Krach. Also die Initianten sind nie einverstanden, wie das Parlament dann dieses Gesetz umsetzt. Aber eigentlich ist es eine interessante Spielform, denn wer anders als dieses Repräsentativgremium sollte diskutieren, was hinter diesem Ja und hinter diesem Nein stehen könnte. Also als Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung diskutieren, wie könnten wir jetzt das umsetzen. Kommt dazu, dass diese Umsetzung wieder ein Parlamentsbeschluss ist, der mit dem Referendum bekämpft werden kann. Also da geht das Spiel oder könnte das Spiel theoretisch dann windlos weitergehen. Wunderbar. Vielen Dank.